Ja, wichtige Frage wäre beispielsweise auch Wasser trinken. In welchem Rhythmus ist es besser, auf einmal mehr Wasser zu trinken, weniger Wasser zu trinken, immer ja. ein bisschen? Nee, also ich empfehle jedem einmal, die Wirkungsweise des Wassers selber zu probieren. 2 Tage wenig trinken und 3 Tage viel trinken. Einfach 2 Tage sehr wenig trinken, natürlich immer vorsichtig, dass nicht zu wenig wird. Aber 2 Tage Wassermangel kann man mal ertragen und schauen, wie geht es mir in der Energie. Und dann 2 Tage viel Wasser trinken. Und immer, also ich gehe nicht aus dem Haus, ohne 1 Liter Wasser zu trinken. Der Dr. Probst sagt, du musst so viel Wasser trinken, dass du sogar in der Nacht alle 2 Stunden aufstehen kannst. Fangen wir bei der Nacht an. In der Nacht sollte man vorm Schlafen gehen unbedingt Wasser trinken, damit man einfach in der Nacht, man schläft ja nur, um sich selber wie aufzuladen, wie eine Batterie. Und die Entgiftung kann nur funktionieren und der Zellstoffwechsel kann nur funktionieren und die Selbstheilungskräfte, die Reparaturmechanismen können nur gelingen, wenn du Wasser hast. Also lieber 1-2 Mal aufstehen in der Nacht und immer wieder dazwischendurch Wasser trinken und idealerweise in der Früh richtige kräftige Pulle, also bei mir ist 1 Liter, aber ideal wäre jetzt jede Stunde 1 Glas Wasser. Das sollen die Leute probieren. Wenn sie nicht an die Heilkraft des Wassers glauben, dann sollen sie einfach mal schauen, wie geht es ihnen von der Energie, an Wecker stellen und jede Stunde 1 Glas Wasser trinken und sie werden sehen, erstens müssen sie oft zur Toilette natürlich, aber sie werden es nach 2-3 Tagen bereits merken, dass sie mehr Energie haben. Das ist jetzt keine Heilaussage, sondern ich fordere nur auf, Leute, probiert es, 2-3 Tage 3 Liter Wasser zu trinken, aber natürlich reines Wasser, kein Mineralwasser in dem Sinn, sondern nur ich empfehle Plose aus Südtirol, Lauretana aus dem Piemont, Black Forest, Schwarzer Wald, Schwarzwaldwasser und die Hornberger Lebensquelle. Diese 4 Wässer kriegst du immer in irgendwelchen Märkten, Biomärkten oder normalen Getränkemärkten. Eine von den 4 kriegst du, Lauretana, Black Forest, Hornberger Lebensquelle und Plosewasser aus Südtirol. Das sind schwach mineralisierte Wässer, da geht es auch los beim ohmschen Widerstand wieder, was man messen kann, Rückenschmerzen etc. Haben wir alles schon viel gemacht. Also am besten ist möglichst oft ideal vorm Essen und nicht zum und nach dem Essen, weil die Magensäure wird dadurch neutralisiert und darum hast du ja auch Säure, also das ist eher besser, also ideal 1/2 Stunde vorm Essen viel und ich mache es halt immer schubweise. In der Früh mal 1 Liter und dann nachmittags, so wie jetzt, und abends vorm Bett gehen, einfach definitiv. Und in der Nacht halt auch 2-3 Gläser oder so 1/2 Liter in der Nacht auf alle Fälle, weil dadurch bist du einfach viel schneller in der Selbstheilung drin oder der Körper reguliert sich besser. Okay, also nicht zum Essen und nach dem Essen. Nicht zum Essen und nicht nach dem Essen. Das Wichtigste ist, auf den eigenen Körper zu hören, wie es bei all den Sachen immer ist. Ja, immer auf den eigenen Körper zu hören. In sich reinhören. Ja. Die Leute rufen mich oft an, was soll ich machen, wie soll ich das machen? Sage ich, lern doch wieder, du bist dein Universum, das ist dein Körper.